los mit der Geschichte und viel Spaß. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, in ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Seit 14 Tagen sind wir unterwegs und kein Bett, das geht mir auf den Keks. Wenn wir nicht bald in einer Kammer liegen, werde ich mein Kind hier auf der Straße kriegen. Ausgeruht, dann geht es dir bestimmt auch wieder gut. Morgen lassen wir uns registrieren und können dann sofort nach Haus marschieren. Maria, halt durch, du trägst das Jesuskind, du bringst es doch im Stall zur Welt bei Ise, Ochs und Rind. Du bringst es doch im Stall zur Welt bei Ise. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige eine große Freude, den allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute Heiland geboren, welcher ist Christus in der Stadt Davids. Deshalb zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf den Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lieb, er kennt dein Mensch, schlaflich, tot und geborgen.
und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gar nicht der Zettel. Doch. Doch, Punkt war woanders, Entschuldigung. Konzentration. So, machen wir nochmal. Ja, okay. Maria aber.